schon gut starten, oder? So, hi Leute, da bin ich mal wieder. Heute geht es um das Thema wirkaufendeinauto.de. Ja, da wollte ich mal zwei Erfahrungen von mir schildern und mich würde das einfach super mal interessieren, ob ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt oder wie es bei euch ist. Habt ihr schon mal ausprobiert, seid mal das gut oder nicht gut? Und das soll jetzt kein Hate werden oder so, es ist einfach mal interessehalber, wie das wirklich da draußen abläuft. Also ob das wirklich bei allen anderen auch so ähnlich war. Also ich fange damit mal an. Also ich hatte einfach mal spaßeshalber meinen 5er BMW, den 535 Diesel F10 da mal angefragt im Internet. Da gibst du einfach eine Daten, also Marke, Modell, Baujahr, Kilometerleistung und so. Und ja, da habe ich einen guten Preis rausgekriegt, bin ich natürlich hingefahren. Und was nachher später rauskam, war, ich glaube, die wollten mir erst über 20, ich glaube 21, 22.000 oder so. Und als ich später dann da war, gab es dann nur 18.000. Ja. Und das fand ich dann nicht mal so schön, weil das ist einfach nur so das typische Thema wieder. Ja, erstmal lass mal den Kunden anlocken und dann machen wir nachher, das streichen wir weg, das streichen wir weg oder machen wir einen ganz anderen Preis später. Ja. Und das fand ich jetzt nicht so gut. Und deswegen wollte ich euch mal fragen, wie es bei euch da draußen gelaufen ist, weil ich bin da hingekommen und da ist jemand, der hat ein iPad, der macht Fotos von einem Auto, der schaut sich die ganzen Unterlagen an, also was heißt schaut sich die Unterlagen, der macht Fotos von allen Sachen, auch vom Checkheft und hat auch so ein Lackdichte, also Lackmessgerät hat er auch gehabt, ob das irgendwelche Schäden waren und wir sind dann noch zusammen eine Runde gefahren. Ja, und das gibt da wohl alles weiter an so eine Händler-Auktionsbörse. Und dann kriegst du dann später innerhalb von, weiß ich, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde dann den Preis gesagt, den sie wirklich dann geben für dein Auto. Ja. Und was mich aber ganz, ganz, ganz gewundert hatte, ich hatte den Verkäufer, den Gutachter da mal einfach mal gefragt, wieso das die Geschäfte laufen, wenn dieser Skandal war, ist mein Hintergedanke. Und das hat er natürlich auch sofort gesagt, dass wegen diesem Skandal sind viele Leute, die wohl das Auto verkaufen würden. Und was er noch gesagt hatte, was ich ganz, ganz komisch fand, also ich als Privatmann müsste Gewährleistung geben. Dachte ich, das habe ich noch nie gehört. Also was ich mal gehört habe, war, wenn du jetzt privat ein Auto verkaufst und sag ich mal, der baut danach einen Unfall, weil die Bremse total kaputt ist oder manipuliert oder keine Ahnung, dann bist du haftbar. Aber ich glaube, wir müssen als Privatleute doch keine Gewährleistung geben wie ein Händler ein Jahr lang oder so. Also das wäre mal super, super interessant, wenn ihr das mal unten einfach mal reinschreiben würdet. Weil im Internet habe ich natürlich auch schon nachgeschaut und da hörst du tausend andere Meinungen. Der eine sagt das, der andere sagt dies. Und das ist echt ein bisschen verzwickt und ich hoffe mal, dass man hier durch das Video ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen kann. Und ein anderer Kollege, der ist dann auch, der hat einen alten Corsa B. Hi Micho, ich meine Corsa B war das. Und ich glaube, die wollten ihm dann auch im Internet über 3.500 geben für sein Auto, fand er super. Ist er natürlich auch hingefahren, hat das einfach mal durchleuchten lassen. Und im Endeffekt haben sie nachher gesagt, du kriegst glaube ich 1,8 oder 2 oder so, auf jeden Fall viel, viel weniger als das, was sie gesagt hatten. Und das ist schon wieder so das gleiche Thema, auch bei ihm so. Bei mir hätte ich es ja vielleicht noch ein bisschen verstehen können mit dem Austauschmotor, weil das konntest du online nicht eingeben. Und gut, das verstehe ich ja noch. Aber andere Leute, da war nichts, ein Austauschmotor bei Micho. Und trotzdem dann auf einmal über 1.000 Euro weniger, 1,5 Euro oder was für viel das war. Und ich glaube, die haben das ja auch mal gesehen, bei Grip hatten die das ja auch mal getestet. Und das kam da ja auch nicht so gut an. Ne? Klar wollen die Händler auch mal was verkaufen, das ist schon logisch. Wobei beim Händler kriegst du weniger, als wenn du privat verkaufst, das ist meistens so. Aber dass man dann so angelockt wird und daher dann so stehen gelassen wird, ist dann einfach so ja, ein bisschen traurig, sage ich mal. Das einzige Gute bei dem Laden, wir kaufen dein Auto.de, ist vielleicht, dass wenn du wirklich Geld brauchst, dass du ihn sofort da abgeben kannst und du hast nichts mehr mit den ganzen Abmelden und den ganzen anderen Laufereien oder diese ganzen Besichtigungstermine, die du bei Mobile hast oder so Autoscore, wenn du da was inserierst. Du bekommst ja 1000 E-Mails und manchmal auch nur ein paar Wörter. Irgendwie 16, ich hole 16 ab oder so. So ganz komische Sachen hatte man da mal bekommen. Ja, dann ist das schon eine Erleichterung. Aber deswegen würde ich jetzt nicht auf 3.000, 4.000 Euro verzichten. Oder es kommt darauf an, wie teuer das Auto immer ist. Wenn es jetzt ein kleineres Auto ist, dann sind die Spannen natürlich nicht so hoch. Dann sind es vielleicht ein paar hundert Euro. Aber wenn es nachher ein paar Tausend sind, würde ich nie machen. Deswegen würde ich mich mal super interessieren. Ihr habt bestimmt da draußen auch mal so eine Anfrage da gemacht.
seid ihr auch mal hingefahren, wieso die Erfahrungen bei euch da draußen waren, sind. Oder hat es vielleicht super geklappt? Das würde mich auch interessieren. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr da draußen so schreibt. Würde mich auf jeden Fall freuen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. War jetzt mal ein kurzes Video und ich freue mich über ein Like, aber natürlich auch. Und am Wochenende gibt es wieder was Sound auf die Ohren, weil da versuche ich jetzt unser kleines Treffen von der M-Gruppe. Da sind wir dann zusammengefahren mit 10, ich glaube 10 Fahrzeuge waren wir, so M3, M4, E46, E92 und so. Wir hatten richtig, richtig viel Spaß und war richtig viel Lärm gemacht und ja, war ein geiles Erlebnis. Grüße an Peter gehen raus, Peter Krone, der hat das Treffen da veranstaltet, wir sind da hingefahren. Und lasst euch überraschen, ich schneide das Video zusammen und ich sag mal bis die Tage. Haut rein, ciao! Look around, nobody's watching us. We're all alone.